Und damit hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, heute Unforgiving, A Northern Hymn, geschenkt vom Waisenkadaver, vielen lieben Dank dafür. Ja, soll ein Horrorspiel sein. Irgendwie viel mit Mythologie und Pipapo, wir werden sehen, was uns da erwartet. Ich bin sehr gespannt. Es gibt hier eine Option, bei der ich mir ein bisschen unsicher bin. Hallo Garay. Nämlich, hier gibt es einmal Sprache, gut, kann ich auf Deutsch stellen. Dann gibt es Rede. Englisch oder Schwedisch. Ich würde es vielleicht mal auf Englisch machen. Ich bin mir unsicher. Keine Ahnung. Ich mach mal Englisch. Es sei denn, ihr sagt jetzt ganz schnell noch, nein, das muss man unbedingt auf Schwedisch machen. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal ein neues Spielchen machen und wir gucken. Ja, eben. Wir gucken, wohin uns diese Reise führt. Ich bin gespannt. Ist schon ein bisschen her, als wir Horror gespielt haben. Von daher, ist bestimmt ganz besonders schlimm. Neues Spiel, viel Spaß. Hallo, es ist Lucas. Hi. Interagieren. Okay. Hallo Ajani. Und werden wir gucken, ob die Englische auch was kann. Das ist jetzt nicht die beste Situation hier, oder? She put up a bit of a fight, yeah, but yeah, I got her. Something like that, yeah, take her there, and yeah. Well, I don't actually care what he has to say about this, really. I have no idea, but something has to be done about this. Like I said, something has to be done about this. You can't go on this way. Yeah, you're damn right I can. Yeah. And someone has to do something. It's not like you're doing anything about it. Bastard. It'll work. I bought everything I need. I War das die beste Idee? Oh. Auf jeden Fall scheinbar funktioniert. You're okay. What the hell? What the fuck did you do that for? Huh? You crashed my car. Me? I mean, what the fuck? What the hell are you doing? Oh, I can't believe you this. Fucking kidnapped me. Kidnapped you. Lucas. What the fuck is going on? I was trying to help you. We were on our way to the cabin, okay? And you wouldn't have come if you knew we were going there. And why not? Because you have a problem. Are you being serious? Yeah. Yeah, I have a problem. You are my problem. This is my problem. Being stuck in the woods. In the middle of nowhere with my idiot brother! That's my goddamn problem! I just wanted to help you. You and your goddamn help can go to hell, Lucas! It doesn't matter now. We should get moving. Gladly. The faster we get out of here, the better. Yeah. Okay. Unser Bruder, so. Das macht es jetzt nicht weniger weird. Stopp. Selfish. I heard that. Oh, good. I can't believe you did that. We could have fucking died. Lolololol. Sollen wir ein bisschen pfeifen? Vielleicht hilft's gegen die Angst. Ja, Angst habe ich vielleicht noch nicht so richtig, aber. Ganz ehrlich? God damn it, it's dark.
Ja, genau das. Genau das. Sehr dunkel. Da lang? Soll es wirklich der Weg sein? Okay. Ja, ne? F geht auf jeden Fall nicht. Lucas, wait. I'm sorry it all turned out like this. I just woke up and I didn't know where I was. I got scared and everything just happened so fast. I don't know what I thought either. I just wanted to help you with your addiction. Uh-huh. First we have to find a way out of this forest and we'll talk about this when we get home, okay? Okay. Vielleicht von der Brücke gefallen vielleicht oder so? Reminds me of the forest at the camp at Galion, you know, near that lake. Urken. Yeah. Remember that? I still have nightmares about the ghost walk at that camp. Eieiei. Bäh. Bäh. What the hell was that? Ich kenne da eine Abkürzung. I should really get out of here. Ja. Juhu! Juhu! Er ist auch noch ein Klavierspieler. This way. Was? How do you know that? We don't know how far the river could have swept us. Ah. Camp, you know? At least I learned something. Bisschen fortgetragen worden, das kann natürlich sein. Nun ja. Jesus. Ich habe ein bisschen lauter gemacht übrigens. Ich hoffe, das ist okay. Wenn es zu laut ist, sagt ihr Bescheid, ne? Was ist das? Okay. Oh, Folklore. Now you're happy we went to camp all those years, aren't you? I'll be happy when we get out of these woods. Mhm. Das wäre schon mal ein Anfang, auf jeden Fall. Und was für eine Sucht eigentlich? Und was für eine Sucht sprechen wir hier? Pokémon-Karten? Schon wieder Klavier. Ducken. Be careful. Versuch's. Klonk. Yeah, well, I'm holding the flashlight, so you go first. Wie können wir den lesen? Das müssen wir vielleicht nicht jetzt mal. Ah, hier Folklore. Ich mache mal ganz kurz Steuerung. Sensitivität vielleicht ganz hoch. Das ist mir zu langsam. Ah ja, Skogarna. Ancient and old in lands of ice and cold. Ist es, ja, ist Englisch? Achso, das sind so einzelne Karten. Ancient and old in lands of ice and of cold. The forests hide darkness most foul. Don't get caught in the night with no heat and no light or creatures. For your flesh will prowl. Ja. Also, nicht ohne eine Taschenlampe in den Wald, ansonsten werden wir gefressen. Das ist die Kurzzusammenfassung. Okay. We go first, sagt er. Okay. Wie denn? Ja, ernsthaft? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Kollege, oder? Also, so klar. Oh, what the hell did that? Oh, damn it. Das ist nicht unser Blut, das ist nicht unser Blut. Ein Elch oder sowas. Es war ja sowas von klar. Ew, ja. Das ist fast
passt es ganz gut zusammen. Ja, das ist unser Blutdruck, das hilft jetzt nicht gerade. Ja. Warum kratzt er sich am Kopf? Kein gutes Zeichen. Ich dachte, er kennt sich hier aus. You go first, weißt du. Ich einen von diesen Pilzen knabbern, dann ist gut. Bisschen longing. Oh, ist es wieder Zeit? Ist es wieder Zeit für The Longing? Zu früh, oder? Vielleicht so nebenbei. Wir wissen jetzt ja, wie es läuft. Ein, zwei Sachen gibt es da noch, die wir noch nicht erkundet haben. Aber ich glaube, wir haben schon ziemlich viel. Egal, anderes Thema. Speedrun wäre vielleicht was. So, jetzt aber anderes Thema. Gut. Ich will mich ja nur ablenken. Aus offensichtlichen Gründen. Aha, ein Fl- What now? Do we go back? Yeah. Yeah, I guess we have to go quick. Wait, wait. There, you see that tree? If we work together, maybe we could push it. Data, oder was? Das Wasser fließt sehr schnell. Möchte ich nur mal darauf hinweisen. Wirklich schnell. Aha. Aha, da ist wieder dieses Kopfkratzen, ja. Na gut, von mir aus. Lolololo. Boah, und der Baum ist weg, oder? Bist du wahnsinnig? Wir gehen einfach mal weiter. Der findet uns dann schon, ja. Oh, ja, springen. Gut. Macht sehr langsame Sprünge. Da steht da jetzt einfach, alles klar. Gut, wir gehen dann mal. Das ist die beste Idee. Das ist so bescheuert. Das ist sowas von... Oh, es ist mir immer noch zu langsam. Egal. Das ist sowas von eine beschissene Idee. Oder was? Hm. Ah ja. Ja, gut, wenn wir jetzt parallel zum Fluss gehen, ist ja vielleicht okayisch. Und? Lucas! I can't follow the river any further! Goddammit. Should we go back? No, there's no way through there either. I have to go this way. Right, I'll follow the river here. Try to find a way across later on. Good luck. Good luck. Ja, ja, viel Glück, Bruder, Brudi. Und wir haben keine Taschenlampe, ne? Ich sag's nur nochmal. Ah ja. Man kann Sterne sehen. Naja, immerhin. Die leuchten uns ein kleines bisschen. Sonst würden wir sie ja nicht sehen. Okay. Rennen. Wie jeder beliebige Wald nachts. Oh. Oh, und Moor. Ja. Oh. Was wetten wir, dass wir hier einbrechen? Aha. Was ist das für ein grünes Leuchten? Aha. Jetzt mal ohne Faxen, was ist das für ein grünes Leuchten? Ein Glipschi. Glipschi? Kann da aber nicht wirklich ran, ne?
Nicht, dass ich das unbedingt will. Haben wir eigentlich Beine? Ja, oh ja, wir haben Beine. Gut. Gut. Und? Und was ist das da? Irgendwelche Gerätschaften? Stromleitung? Ich dachte, ich hätte einen Skull, einen Totenkopf gesehen. Ich glaube, das war das da. Wie gesagt, ich bin nicht mehr so Horror geübt. Ja, da ist auf jeden Fall Licht. Aha, ja, ich sehe. Aha, Fragezeichen. Hm? Ah ja. XO. XO. Und das da? Ah ja, gut. Okay. Was mal hier noch? Okay, passiert ja nicht so viel. Also, okay, da ist O, da ist X und da links. Weiß man nicht. Und dann. Bisschen. Hä? Ach, das Auto wird als Antrieb benutzt hier. Das ist ja lustig. Lampe fehlt. Da fehlt einfach noch was. Aha. Ich guck mal ganz kurz hier. Okay. Ja, schon so ein horizontaler Aufzug quasi, wa? Kann ich ein bisschen rennen? Kann ich beliebig lang rennen? So, aber die Lampe ist nicht vorgesehen, ne? Okay. Ein bisschen rumgucken. Aha. Aha. Right. Baumstämme. Ist da eine? Ist das eine Tür? Doch fast danach aus. Ja. Ja. Puh, also zu hell ist es hier nicht. Göttliches Opfer, die sakralen Regeln. In Ordnung. Kann ich das Ding mitnehmen, ne? Die heilige Pflicht. Dann haben wir ein irgendwas Altertümliches. Welche Inschriften. Ah! Sicherung. Sehr gut. Perfekt. Wow. Ist irgendwie creepy. Sieht ein bisschen aus wie mit einer Maske, ehrlich gesagt. Ja, top aktuell hier. Und ein Kartenspiel. Und eine, naja, war wohl mal eine Konserve. Ah, köstlich. Ah, herrlich. Shader, Shader. Herrlich. Super. Gut. Probieren wir doch mal die Sicherung aus, oder? Warte mal, wir machen hier mal zu. So, ganz ordentlich. Damit uns die Geister wohlgesonnen sind, wollte ich gerade sagen. Was war das denn? Ich hasse so Kreaturen, die sich so verrenken, so Body Horror. Sah allerdings andererseits auch eher aus wie so ein Schatten, oder? Creepy. Okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Ein Freund. Ja. Ah, guck. Ah, ja. Hm, passiert hier was? Ah, ja. Guck. Gut. Das ist doch kein Schatten. Ich probiere
probiere mal zu dem Kasten zu kommen. Ich gehe mal. Schnell, schnell, schnell. Zu. Da. Ai. Nein, der wollte mir ein bisschen zu hart spielen. Bisschen zu intensiv. Hallo. Hallo, Shai. Das fängt ja gut an. Ich glaube, heute ist nicht so entspannt. Sorry. Was ist das da? Wieder ein Musikant. Also neben Klavierspielern. War die zweitschlimmsten. Ganz coole Mucke so, aber ja, nicht der richtige Ort. Und die hält das jetzt für eine gute Idee, ja? Ja, so alleine? Ne? Hallo Johann, guten Abend. Ich halte es für eine nicht so gute Idee, aber vielleicht haben wir keine andere Wahl. Ganzen Tag und eine ganze Nacht. Nein, eine ganze Nacht und einen ganzen Tag sind wir gefahren. Jetzt nehme ich die nächste Nacht. Mal gucken, wo wir ankommen. Ah, wie geht es euch? Noch, zumindest. Ich hoffe gut. Ich hoffe, ihr habt starke Nerven mitgebracht. War da jemand? Nee. Alright. 200 Kilometer weit sind wir gefahren. Könnte ich theoretisch? Nee, könnte ich nicht. Okay. Also ich halte es für keine geile Idee, weil wir keine Ahnung mehr haben, wo der scheiß Fluss ist. Naja. Aber wen interessiert schon meine Meinung? So ist richtig. Der ertrunkene Geist, der ertrinkende Geist, gefangen im Sumpf. Sein Körper ist durch eine Aura geschützt. Aha. Diejenigen, die ihm zu nahe kommen, werden auf schreckliche Weise besessen und zerstört werden. Das werden wir ja mal sehen. Na, hier will ich also gerade regeln. Gut. WBchen, Shadow Hyper. Willkommen zurück. Den ersten Schreckmoment haben wir schon hinter uns. Und es haben sich auch noch ein paar Leute eingefunden. Das freut mich natürlich sehr. Und wir spielen Unforgiving. Extra super Dösel-Stream Horror-Ausgabe. So. Ich hoffe ja irgendwie so insgeheim ein bisschen, dass wir gleich eine Taschenlampe aufblitzen sehen. Andererseits muss es ja nicht unbedingt die von unserem Bruder sein. Ist hier fast zu ruhig. Was ist hier? Aha, wollen wir uns da durchquetschen? Ja. Ganz typische Mechanik. Alter, kommt gleich einer so von hinten angeschissen. Warum bin ich ohne Licht unterwegs? Das haben wir uns auch schon gefragt. Unser Bruder, der Held, der hatte eine Taschenlampe. Aber wir wurden getrennt. Und nun ja, wir haben keine. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Er hätte die uns natürlich noch rüberschmeißen können. Aber ne. War da was? Da ist was. Da blinkt etwas. Ja, wir sind in den Überresten eines Elches, glaube ich, gelandet. Es war so ein bisschen blutig. Das ist nicht unser Blut, soweit ich weiß. Oh, hier, Schienen. Und?
1 zu 20, das ist kein schlechter Schnitt. Ah, hier so eine Ampel oder sowas. Vielen lieben Dank. 1 weitersuchen. Ich meine, also musst du nicht jetzt, aber demnächst kannst du ja vielleicht weitersuchen. Da findet man bestimmt noch weitere Leute. Es streamen halt so viel. Jeder versucht sich daran. Na, vielleicht nicht jeder. Aber ganz viele versuchen sich daran. Ist ja auch okay. Aber kann jetzt natürlich nicht jeder ein Ochi sein. Ist ganz klar. Ich fühle mich geehrt. Wow! Ja, gleichfalls. Der Arm war ziemlich groß, oder? Ja. Da. Oh, in VR. Layers of Fear habe ich mal in VR gespielt. Allerdings kannte ich das schon aus der Nicht-VR-Version. Aber es war trotzdem cool, es nochmal so zu erleben. War jetzt technisch nicht das beste VR-Spiel, das wir jemals gespielt haben. Ich glaube, das war Alyx. Aber ist, also Horror in VR, Was ist das? Was ist das? Ich mach mal ein bisschen schneller, oder? Bei Layers of Fear fand ich es irgendwie besonders cool, es nochmal in VR erleben zu können, was wir eigentlich schon mal gespielt hatten. Ist irgendwie immer ganz nett. Auch wenn es jetzt nicht das Gruseligste überhaupt war. Es hatte so seinen Moment. Die Bahnstrecke, die wurde auch schon eine Weile nicht benutzt. Das will ich nicht erzählen. Ich bin ganz locker, ja. Ich mach mir gleich Pipi in die Hose, so locker bin ich. Alles entspannt. Oh. Ja, noch geht's. Noch geht's. Ich lenke mich mit dem Chat ab, ja. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist, irgendwie die ganze Zeit zu rennen oder nicht. Oder. Keine Ahnung. Wow. God Race nachts. Alter. Ziemlich diesig. Ah, da blinkt. Sehr gut. Ich habe gerade schon so ein bisschen gezweifelt. Ich finde Spiele auch cool, die nicht einfach so blank stumpfer erschreckt mich halt Horror sind, sondern auch so eine Spannung aufbauen. Wenn es mit das Schlimmste ist, wenn mal nichts passiert. Was mich ja auch ein bisschen interessiert ist, wenn wir sterben. Red Matter kenne ich noch nicht. Okay. Uns erfolgreich vorbeigeschlichen. Ich hoffe. Ich meine, hier oder da der eine oder andere Jumpscare, okay. Aber wenn das Spiel halt nur daraus besteht, dann haben die wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Wenn das Einzige ist, das es zu bieten hat. Das hier finde ich soweit sehr cool. Okay, hier ist schon mal Wasser. Sieht mir nicht nach dem Fluss aus, oder? Ja, ein See. Vielleicht mündet er hier. Ja, und hier ist Schluss. Aha. Okay.
Okay. Was ist denn hier passiert? Das Haus hat ein Upsi gemacht. Ja. Sagen, sieht fast ein bisschen so aus, als würde es da leuchten, aber nee. Ah ja. Das ist noch nie schief gegangen. Ja. Auf jeden Fall hat besser funktioniert als beim ersten Mal. Wir haben schon Übung. Hellberg und Telefon, aha. Das ist gut. Glaube ich. Ist das denn? Ist das? Achso, das ist ein Berg. Ich dachte schon, das ist ein Gebäude oder so, weil es hier gar so gerade runter geht. Ja, ich würde sagen, wir folgen mal den Leitungen. Aha. Oder? Ja, so viel dazu. Shit. Na gut, dann vielleicht doch besser da. Was ist denn? Es sind große Fässer irgendwie. Werde ich mir angucken. Ich habe das jetzt nicht auf das Spiel bezogen. Nein, nicht falsch verstehen. Ich meine nur, so Spiele, die einfach nur davon zehren, sind jetzt nicht so meins. Aber ich habe nicht gesagt, dass das jetzt so eins ist. Ich kenne es nicht, keine Ahnung. Sag mal, bilden wir uns das ein oder ist das hier wirklich so eine komische Struktur? Ich weiß nicht genau, was es ist. Vor allem dieses Geräusch. Ich wollte gerade sagen, sollen wir dem Geräusch folgen? Sollen wir da nochmal versuchen hinzugehen? Ja. Dann war da so ein anderes Geräusch. Boah, geil. Das ist eine Mühle. Oh, hier wieder dieses Leuchten. Das für ein Schild. Mitreißend. Haben mehrere so leuchtende Psis. Okay. Ist die Mühle da? Sieht mir nach. Nach unserer besten Option aus, da mal hinzugehen. Die hat schon gerissen. Ich habe tatsächlich eine Vive. Oculus, da hatte ich nur mal eine DK2, das ist vor 1000 Jahren. Dann bin ich irgendwie auf die Vives umgestiegen. Oh, mal gucken. Ja, durchaus manchmal so, dass es für verschiedene Systeme gibt. Wenn man sich schon die Mühe macht, was für VR zu entwickeln. Okay, wir sind ein bisschen ab vom Schuss, glaube ich, was die Mühle angeht, aber es muss ja auch nicht unbedingt. DK2, Buchstabe D, Buchstabe K2. Developer Kit, das war damals so eine Entwicklerversion von der Oculus. Ah, es ist, habe ich irgendwie auf eBay einfach mal so aus Jux mir damals geholt. Aber, naja, da war noch nichts mit Room Scale VR und so. Mal einfach nur sitzen und irgendwelche Experiences über sich ergehen lassen. Inzwischen ist da schon noch ein bisschen was anderes.
Nee, ich gehe einfach mal weiter. Nee, ich drehe mich nicht um. Nein. Brav. Scheiße, ich habe das Gefühl, die Geräusche umzingeln uns. Fuck. Boah, ich empfehle ja sehr Kopfhörer. It's scary. Oh, tut mir leid. Sorry. Demnächst gibt's bestimmt wieder irgendwas Spaßiges, Buntes. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Bis rein schon. Das ist unser Bruder. Muss los, ja, das würde ich auch gern sagen. Ihr könnt einfach ausmachen. Ah ja, jetzt. Hier hätte er uns nie gefunden. Ich habe ja nichts dagegen, alles gut. Umso besser. Junge, ey. What the hell was that thing? I don't know. I saw it earlier too. This forest is full of those kinds of things. We gotta keep Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, Brudi. Soweit ganz cool von der Präsentation her und so, aber er wirkt wirklich wie so ein Standard-Poser-Charakter irgendwie, oder? Soll jetzt keine Kritik sein, es ist schwer, so Charakter-Animationen ordentlich zu machen. Aber, naja, just saying. Er ist viel besser jetzt. Viel besser jetzt. Bei seinen breiten Schultern fühle ich mich sicher. Ich dachte schon, es ist ein Heli. Na, wir zuerst oder wie? Was ist der Plan? Erzähl. Irgendwie? Nicht? Jetzt wirklich? Da runter oder was? Ich glaube, ja, springen wird eher nicht so gut funktionieren, oder? Komm, wir versuchen es. Okay. Wie er einfach implizit annimmt, dass wir halt zuerst gehen. Oh. This is gebrochenes Bein. Ach, ein schöner, gemütlicher Spaziergang durch den Wald. Was will man mehr? Sehr gemütlich. Brudi, du kannst auch ruhig ein bisschen mit uns reden. Das schadet nicht. Naja, wobei... Da hat er gesprochen. Wir sind schneller als du. Wir sind schneller als du. Nice.
Mach doch nicht sowas. Stop!